Wenn du einen Erwachsenen fragst, wie viel Uhr ist es? Was macht er dann? Genau, der guckt erst einmal auf eine Uhr, bevor er die antworten kann. Uhren kommen als zwei verschiedene Formen. Es gibt Analoguhren. Analoguhren haben ein Zifferblatt und Zeiger. Und es gibt Digitaluhren, die haben kein Zifferblatt und keine Zeiger. Da wird die Uhrzeit als Ziffernfolge dargestellt. Solch ein Zifferblatt kann man sich als eine Art aufgerollte Skala vorstellen. Also wenn du dir vorstellst, man würde das hier aufschneiden und dann flach auf dem Tisch hinlegen, dann hätte man ja ungefähr sowas. Und wenn man sich dann einen Zeiger schnappt, dann würde man sehen, dass dieser Zeiger immer nach rechts läuft auf dieser Skala und dann entweder hier was anzeigt oder was dazwischen anzeigt oder wieder auf so eine volle Anzeige kommt. Und dann, wenn er am Ende angelangt ist, dann würde er aus dem Bild verschwinden und genau wieder hier anfangen und wieder nur nach rechts laufen. Also die Zeiger bewegen sich immer nur nach rechts auf der Uhr. Das nennt man auch den Uhrzeigersinn. Das heißt, es geht immer nur nach rechts. So viel zur Einleitung. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir diese Frage beantworten können. Wir machen es in zwei Schritten. Schritt Nummer eins ist, die Stunden abzulesen. Wir haben hier die analoge Uhr und wir haben hier zwei Zeiger. In dem Fall müssen wir zuerst auf den kurzen Zeiger schauen. Das ist der Stundenzeiger. Und normale Menschen nennen den einfach den Stundenzeiger. Aber ich bin nicht ganz normal, deshalb nenne ich ihn mal Klein Anna. Warum nenne ich ihn Klein Anna? Um dir hier eine Eselsbrücke zu geben zu analog. Also Anna, Klein Anna, erster Schritt, analog, Klein Anna ist der erste Schritt. Klein Anna ist der kurze Zeiger, der kleine Zeiger. Und der zeigt dir die Stunden. Klein Anna geht noch nicht zur Schule, sie kann aber schon bis 12 zählen. Das heißt, die Skala für Klein Anna entspricht genau der gleichen hier. Ich habe das nochmal bunt nachgemalt. Und zwar hier. Und dann siehst du, dass dieser Stundenzeiger zu 1 zeigt, zu 2 zeigt. Das ist seine Skala. So, wenn du jetzt sagen müsstest, welche Stunde des Tages dieser Zeiger anzeigt, was würdest du dir denn da denken? Du meinst, der ist näher an der 12 dran? Das stimmt zwar, aber wenn du dir das anguckst, der geht ja immer rechts herum, der Zeiger. Das heißt, er kommt hier von der 11. Und Anna hat noch keine Ahnung, was Dezimalzahlen sind. Das heißt, hier ist 11 und sie ist noch nicht bei der 12 angekommen. Das heißt, sie sagt immer noch 11. Also, wir haben die 11. Stunde des Tages. Jetzt gibt es ja noch eine Besonderheit, wenn man sich dieses Zifferblatt anschaut. Wir wissen ja, dass ein Tag 24 Stunden hat. Das heißt, es gibt 12 Uhr mitternachts und 12 Uhr mittags. Es gibt 4 Uhr richtig früh am Morgen oder 4 Uhr Kaffee und Kuchen. Es gibt 6 Uhr Abendbrot oder 6 Uhr früh aufstehen, um für die Schule sich fertig zu machen. Anna zeigt uns also nicht genau an, ist es nachts oder ist es tags. Das muss man sich dann zusammenreimen. Digitaluhren machen das sehr wohl. Die zeigen dir ganz genau an, ob es sich um 6 Uhr früh morgens handelt oder um 6 Uhr früh abends handelt. Wie sie das machen, ist durch einen Zusatz. Also, wir gehen mal jetzt hier davon aus, wir wollen dieses Feld ermitteln, nicht wahr? Wir wollen die Stunden in die Stundenanzeige eintragen. Wir haben schon herausgefunden, es handelt sich um die 11. Stunde. Und was wir dann brauchen, ist die Gisa als Hilfe. Gisa ist die Zwillingsschwester von Klein Anna. Warum heißt die die Gisa? Weil die Gisa digital. Erster Schritt für die Digitalanzeige. Digital, die Gisa. Zeigt also an, auch bis 12 Stunden. Was sie aber dann noch raffinierterweise dazu tut, ist eine Nachbezeichnung. Die heißt dann AM und PM. Das sind die Abkürzungen für lateinische Wörter, mit denen ich dich jetzt nicht weiter verwirren möchte. Merk dir einfach, AM ist am Tagesanfang. Also wenn der Tag neu beginnt, ist AM 12 Uhr nachts, Mitternacht. Oder PM ist dann halt irgendwie Papa macht Mittag oder so, also 12 Uhr mittags. Jetzt schlage ich vor, schreiben wir uns erstmal die 11 hin, dass wir die nicht vergessen im Laufe des Gequassels hier. Also ich schreibe mal 11. Stunde hier auf, einfach für dich, okay? So, jetzt haben wir den ersten Teil der Aufgabe schon gelöst. Ist das nicht klasse? Jetzt kommt der zweite Schritt. Was ist der zweite Schritt? Ja, der zweite Schritt, das sind die Minuten, die wir ausrechnen müssen. Die Minuten ist das zweite Feld in der Digitalanzeige und die Minuten werden angezeigt von dem langen Zeiger. Normalerweise nennt man ihn Minutenzeiger. Ich mache da natürlich wieder irgendwelchen Schwachsinn raus. Ich nenne den mal Sohn Logan. Logan, Log, analog, Anna und Logan. Analog, Anna und Logan, ja. Und der Logan, der ist schon älter.
Der ist älter als Anna und seine Schwester Gisa und der geht schon zur Schule und der kann schon weiterzählen. Der Logan, der zählt schon bis 59. Ganz schön cool. Jetzt ist eine Sache ein bisschen verwirrend. Wenn man sich diese Skala von der Uhr anschaut hier, das ist ja die gleiche wie diese, dann sieht man die Stundenanzeige nur angezeigt. Das heißt, diese Uhr zeigt dir nicht die Minutenposition an, zumindest nicht bezeichnet. Ich habe deshalb mal Logans Anzeige hier ein bisschen drüber gemalt. Also der Logan, der fängt auch bei 1 an zu zählen hier und zählt bis 59 und zwar auch rechts herum im Uhrzeigersinn. Aber seine Skala ist anders. Da ist die 1 schon hier. Bei diesem kleinen Strich ist Logans 1 und die Stunde kommt erst hier. Das heißt, die Stunde ist hier und da hat der Logan schon bis 5 gezählt. Das heißt, der Logan geht schneller, um die 5 zu erreichen, während die Anna immer noch so ein bisschen trödelt und erst bei 1 ist. Das heißt, wir müssen wirklich hier eigentlich am besten schon die Multiplikationstabelle der 5 auswendig kennen. Also das kleine 1x1 der 5 wäre sehr hilfreich, weil dann kann man hier gucken, 1x5 ist 5, 2x5 ist 10, 3x5 ist 15, 15 Minuten in der gleichen Position wie 3 Stunden. 6x5 ist gleich 30, Stunde Nummer 6, Minute Nummer 30. 9x5, 45 Minuten, 9. Stunde. Also das ist eine kleine Eselsbrücke wiederum, oder du merkst dir das fotografisch. Es gibt wenige Stundenzifferblätter, die auch die Minuten enthalten. Sie haben zwar in der Regel die Teilstriche, zeigen aber nicht die dazugehörige Minutenzahl an. Können wir denn jetzt die 45 einfach in das Minutenfeld der Digitaluhr eintragen? Das wäre das Minutenfeld der Digitaluhr. Dann nehmen wir uns zur Hilfe die Thala. Groß Thala ist die Schwester von Logan. Und die ist also auch größer, ist ja die Minutenanzeige. Und sie zählt auch schon bis 59, aber die ist ein bisschen so penibel und die sagt, eigentlich ganz korrekterweise müsste man bei 0, 0 anfangen. Und deshalb, wenn man also Minuten hat, die kleiner als 10 sind, dann zeigt die Digitaluhr an 01 für 0 Zehner und einen Einer. Oder 05 für 0 Zehner und 5 Einer. Das heißt, diese 0, die wirst du immer in der Digitalanzeige sehen. Und 05 ist ja quasi das gleiche wie 5. Also wenn Logan hier auf 5 zeigt, dann wäre die Anzeige hier 05. Wenn Logan auf 45 zeigt, dann können wir 45 getrost übernehmen. Ich schreibe mal hier hin. 45, warum? Wir haben 4 Zehner und 5 Einer. Das heißt, zweistellig ist das genau richtig ausgedrückt. Damit haben wir die Sache völlig im Griff und verstanden, wie wir die Analoguhr lesen müssen und wie wir sie als Digitalanzeige eintragen können. Und zum großen Finale schreibe ich das jetzt endlich in die Ergebniskästchen hin. Wir haben also 11 Stunden, die 11. Stunde des Tages. Wir sind noch nicht bei 12 Uhr angekommen. Und wir haben Minute Nummer 45, die 45. Minute einer Stunde. Das heißt, sobald die Minute hier oben ankommt, wechseln wir zu 00 und zu einer neuen Stunde, was dann 12 wäre. Die Aufgabe ist hiermit zu Ende. Wenn du dir noch ein albernes Lied als zusätzliche Eselsbrücke anhören möchtest, dann bleib noch dran, ansonsten schalte jetzt ab. Ton ab! Ton läuft! Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder, Klein Anna, Sohn Logan, die Gisa, Großtaler. Klein Anna zählt bis 12, nur bis 59 kommt Logan schon. Die Gisa zählt bis 12 auch und Taler so weit wie der Sohn.